Hallo und willkommen zurück zu Closure, und zwar Level 16, wo wir das aufgehört haben, wo ich mich, nachdem ich mir nochmal meine Videos angeguckt habe, furchtbar dumm vorkomme. Nur gedacht haben, diese Fläche hier hast du schon 25.000 Mal jetzt gesehen in diesem Spiel und ich habe es nicht gecheckt. Ja. Mhm. Aber ich bin schlau geworden, ich zeige euch auch, was ich meine. Weil das ist ein Schalter natürlich. Da habe ich schon Dinger gegengerollt und alles und habe es nicht gerafft. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich diesen Schalter umgehauen? So. So, logischerweise müsste ich ja diese Kiste hier dann nach oben kriegen. Was ich bloß noch nicht ausprobiert habe, ist, ob auch hier die Gegenstände durch Licht getragen werden. Weil unser eins wissen wir ja jetzt, wenn wir hier zum Fahrstuhl laufen. So, das heißt, wir müssten, den nehmen wir mal, weil wenn ich jetzt logisch nachdenke, müsste ich ja diese Kiste jetzt nach oben fahren. So, das heißt, wir müssten das Licht so drehen, das ist die Lampe hier, dass diese Kiste runterfällt auf die nächste Etage. Ungefähr so. Ja. Soweit, so gut. So, und jetzt muss ich die da drauf bekommen. Klappt das? Klappt das? Gut. Puh, beruhigt mich etwas. Jetzt ist die Frage. Na, 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 na. Und ja. Oh, Glück gehabt. Hui. Bitte fall jetzt nicht runter. Oh, da werden wir uns den Kopf stoßen. Autsch. Gut, zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass das funktioniert. Und das, glaube ich, könnte uns auch weiterbringen dann. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal hoch. Komm, 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 komm. Hoch mit dir. Machen das gleiche Spielchen von eben einmal rüber. Und wenn ich jetzt das... oder so, das ist ja okay. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gleich den Schalter. So, das heißt jetzt hier wieder runter und hochgefahren. Ich hoffe, dass die Kiste jetzt hält. Bitte nicht nochmal den Kopf zerquetschen. Puh! Das ist ganz gut gelaufen. Da hätte ich hier noch oben lassen können, das Licht. Und jetzt hier über die Kante. Druff damit! Hey! Juhu! Freude! Und dann, ja. Tja, so einfach kann es dann sein, wenn es dann funktioniert. So, nächster Raum, nächstes Rätsel. Und dann haben wir eine Kiste hier für Lämmchen. Gucken wir uns da erstmal um. Hier ist eine Wand. Okay. Wupp, die wollen sicherheitshalber hier hochgehen. So. So, 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 so. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Also die Kiste ist ja bestimmt nicht ohne Grund da. Und, komm, 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 nein! Das könnte ein Timing... No, jetzt springe ich drüber. Oh, und noch von vorne. So, damit fahren wir jetzt nochmal hoch, würde ich sagen. Da an der Seite sehen wir unsere Lämpchen, die da fungieren. Na, die nehme ich jetzt mal sicherheitshalber mit. Jetzt keinen Bock hab. Kein Plan, was es mir bringt, aber das finde ich schon mal gut. So, jetzt würde ich sagen, stellen wir die mal hier drunter. Dann kann ich eigentlich auf der anderen Seite runtergehen. So. Fragt mich bitte nicht, welchen Plan ich da gerade mit verfolgt habe. Hier ein Weg. Oh, Glück.
Glück muss man haben. So. Ja, damit wäre auch dieses Level geschafft. Na, es läuft ja wenigstens wieder. So. Da ist eine Rolle. Und da haben wir einen bitte nicht ablegen Bereich, der natürlich direkt zur Tür führt. Und jetzt haben wir eine Rolle mit Kugel. Hier haben wir jetzt wieder eine Kugel. Ah, eine Motte. Die Motte, die ins Licht schwirrt. So. So, wo rollt das jetzt hin? Nirgendwo gerade, okay. Dann würde ich sagen, können wir da jetzt gerade mal runtergehen. Und zwar furtig. Nein, 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 ganz ruhig. Nein. Nicht abhauen, bitte. Ja, ich drück's auch noch. Sehr gut. Kann ich hier oben wieder raus, ist die Frage. Ja, könnte ich. Ich habe natürlich keine Kugel dabei. Ich verlasse, hab die natürlich oben liegen gelassen. Resetten. So, es dürfte jetzt auch ein bisschen schneller gehen, da wir jetzt wissen ungefähr, was wir tun müssen. Das heißt, wir packen die hier rein, nehmen uns hier die Kugel, gehen hier runter, holen uns hier unser Kanisterchen. Nein. Obwohl, klappt das? Die Sache ist, ich kann entweder nur den Kanister oder nur die Kugel tragen. Also ich kann ja nicht den Schlüssel und die Kugel tragen. So ist es richtig. Das heißt, ich sollte den auf jeden Fall runterrollen lassen. So. Wo hält die Sau an? Nirgendwo gerade. Okay, dann halte ich die jetzt mal an. Obwohl, kann ich die Motte? Zack. So, was deckst du mir jetzt auf? Nix, außer dass eine Uhrzeit da ist. Sehr schön. Oder ist jetzt... Nee, Moment, die Uhr... Ach ja, das ist jetzt eine Lampe da unten. Ah, das ist... Das finde ich nicht ganz unpraktisch. So. Nicht drüber rollen. So. Huhuhuhu. Nein. Und jetzt hier stoppen. Oh. Nein, nein. Oh, oh, oh. Hier stoppen würde es, wäre das... Jetzt wieder ein bisschen... Ach, komm. Nein. Nein! Sachen, die nicht passieren sollten. Nein! Komm zurück! Das ist so unfair. Jetzt verkacke ich hier wieder an diesem eigentlich recht simplen Level. Menschenskinger, nee. So. Kann ich die hinten runterrollen? Ja, sehr schön. Komm, roll da durch. So, was sehe ich denn da? Da ist noch ein Kugelding. Ach nee. Ich bin auch manchmal echt Held vom Schützen fest. Mitrennen und hoch. So. Schlüssel hier ablegen, runter, Kugel nehmen. So. So far, so good. Aber nicht so clever eigentlich. Weil. Ja. Warum eigentlich? Ich hätte das Ding da oben lassen sollen. Ach nee. So, und noch ein Run. So, dann sollte der jetzt endlich mal klappen.
Ich brauche aber jetzt auch ein bisschen Teat für die ganzen Sachen. Fällt mir auf. Nein. Oh. Nee. So. Weil ich kann ja so hier nicht über das Gebiet wandern. Das heißt, ich werde jetzt hier mein Kügelchen hinpacken. Schön mit. Nicht so hinten, nicht da hinten durch. Nein. Ach, leck mich doch. Das darfst du nicht mit so viel Schwung machen. Das ist echt nicht wahr. So. Und nochmal. Nein. Komm. Kommst du jetzt hier drüber? Nee, schade. So. Hältst du jetzt. Sehr schön. So, was, wenn ich dich jetzt ganz langsam hier bewege? Stopp. Nee, wichtig ist erstmal, dass du eigentlich da hinten aufhältst, weil da muss ich ja auch gleich hoch. Dann kann ich dich ja vor mich hinwegrollen. So. Das hört sich doch logisch an. Finde ich jetzt. So, und das ist jetzt das Spielchen wieder. Duckel. Da müssen wir leider auf die Motte jetzt verzichten. Vielleicht noch nicht. Wir werden mal sehen, was sich da noch machen lässt. Und mit dir kann ich jetzt nämlich noch da hinten. Ja, ich könnte jetzt durch die Tür. Die Frage ist, bin ich jetzt scharf auf die Motte? Jetzt nicht mehr. So, durch die Tür. Und eins machen wir auf jeden Fall jetzt noch. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht ewig 3 Tage dauert, was ich hier vorhab. Jo, Wascher. Hier haben wir ein Rollding. Und da haben wir eine Lampe. Und da haben wir was zum Durchfallen lassen. Das habe ich ja jetzt inzwischen ja doch schon gerafft. Wo? Das ist die Frage. Clever oder nicht clever? Also die brauche ich gleich, um die wieder hochzukriegen. Okay. So. Also die lassen wir jetzt wieder da durchfallen. Nein. Nee, ich glaube nicht, dass das der Plan war. Aber das wäre der Plan. Okay, also. Jetzt machen wir das Ganze, ohne dass das Ding hier kaputt geht. Ab ins Wasser. Hoch. Zack, zack. Den ganzen Kladderadatsch runterfallen lassen. Zack. Hier drauf. Ablegen. Okay, es war zu viel Licht weggenommen. Ich stelle mich auch manchmal an, Leute. Es tut mir leid. Und nochmal Kugel runter. Kugel aufnehmen, damit Kugel nicht geplättet wird. Hinlegen. Licht. Runterrollen lassen. Duck. Buck. Soweit, so gut. Jetzt wieder hochkommen. Folgen. Schaut gut aus. Unter Wasser gehen. So, und irgendwas hat er jetzt gerade hier aufgesprengt, ne? Nein! Jetzt habe ich mich ausgetrickst. Super, ne? Einen Versuch machen wir noch. Dann, habe ich meine Frustschwelle für Closure wieder erreicht. Was habe ich denn jetzt gerade eben aufgebaut? So, das ist jetzt... So, okay, das ist ja ein logischer Schritt hier, ne? Das runterfallen lassen, dann den Weg leuchten. Zack. So. Jetzt sind da ein paar Sachen gesprengt. So, anders komme ich aber auch nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal hier mit der Kugel wandern. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich... Ah, Moment. Vielleicht...
Und komm. Fallen lassen. Puh, das war knapp. Nein. Ah, ich weiß aber wie jetzt. So, das machen wir jetzt noch. Kommt, Leute. Komm, 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 komm. Deswegen haben die jetzt auch die Lücken da offen. Weil, dann kann ich nämlich, kann ich nämlich immer die Kugel... Ja, komm her. Kann ich nämlich immer die Kugel... Immer die Kugel, ich sollte den Satz beenden. Vielleicht nicht, während ich rätsel. Die Kugel so drunter setzen, dass ich den Schlüssel greifen kann. Haha. Sollte natürlich immer so sein, dass ich den Schlüssel euch nicht ins Schwarze werfe. Das wäre reichlich dumm. Also immer so auf gleicher Höhe zwischen Kugel und Schlüssel. Komm. Flup. Nee, Schlüssel bitte. Und Schlüssel drauf. Flup. Und Leuchtkugel. Und hier unter. Flup. Und Schlüssel. So. Flup. Und Kugel. Flup. Schlüssel. Flup. Kugel. Flup. Schlüssel. Kugel. Ja, das ist das lustige Schlüssel-Kugel-Spiel. Ich wette, es gibt eine schönere Version davon. Kugel nicht durchfallen lassen. Gut. Schlüssel. Kugel. Schlüssel. Also ist, wir tapsen uns langsam ans Ziel heran. So. Jo. Nee. Das wär's ja. Eigentlich. Dann durch da. Würde ich sagen. Und dieses Rätsel, liebe Freunde, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, Closure. Ein wenig anstrengend manchmal. Ein wenig muss ich echt meine Gehirnzellen einsetzen. Dafür ist das Spiel aber auch gedacht, es macht mir unglaublich Spaß. Ich hoffe, euch macht es trotzdem genauso Spaß. Auch wenn ich ein bisschen Stück für Stück vorgehe. Dafür ist es aber auch dann wiederum blind, ne? Da gehört meine Doofheit hinzu dann, ne? Also, in diesem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Part von Closure.